Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, Eric Oliver Mechler. In diesem Video zeige ich euch, wie man so einen coolen Button machen kann. Dann fangen wir gleich mal an. Jetzt geht's los. So, dann legen wir gleich mal los. Und als erstes habe ich jetzt mal Dreamweaver geöffnet. Das ist mein bevorzugter Editor. Ihr könnt natürlich auch einen anderen nehmen oder es direkt in WordPress einbauen. Denkt einfach daran, der CSS-Bereich gehört natürlich in den Stylesheet und der HTML-Bereich gehört in den HTML-Bereich. Und das muss ich euch ja natürlich nicht sagen. Ihr als regelmäßige Zuschauer von diesem Kanal wisst ihr das bereits. Also dann legen wir gleich mal los. Und zwar als erstes habe ich jetzt hier Body definiert. Das ist einfach ein Befehl für die Grundstruktur, damit der Button hier beim Anzeigen schön in der Mitte ist. Den könnt ihr ignorieren. Der müsst ihr gar nicht übernehmen. Aber als erstes lege ich jetzt einfach mal einen Button an. Ich nenne es jetzt einfach mal Download. Ganz einfach. Wie ihr seht, hier ist es direkt auf der Seite sichtbar. Als nächstes legen wir da mal die Grundstrukturen an. Das wäre mal zuerst, muss ich den A-Bereich anlegen. Dann haben wir natürlich hier A. Hover ist ja ein Hover-Effekt, logischerweise. Dann habe ich aber noch den normalen Zustand. Das wäre mit dieser Pseudo-Klasse Before anzulegen. Und dann habe ich natürlich noch einen Hover Before anzulegen. Das klingt jetzt furchtbar kompliziert. Übernehmt es einfach. Als erstes definiere ich einfach mal die Grundstruktur des Buttons, und zwar eigentlich jetzt einfach mal, die Position ist relativ. Dann lege ich Padding an, das ist der Abstand von oben und von der Seite, den seht ihr jetzt gar nicht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel noch einen Rahmen anlege mit 2 Pixel Größe durchgehend und einer Farbe, dann seht ihr hier, ist der Button bereits definiert. Dann könnte ich jetzt noch die Schriftart ändern. Das wäre die Font Family. Ihr könnt da natürlich eine Google Font nehmen, eine eingebaute Schrift, was auch immer. Mir gefällt jetzt die gerade. Dann ändere ich mal noch die Font Size, die Größe. Zack. Dann möchte ich natürlich alles groß geschrieben haben. Das ist die Text Transform Uppercase. Und jetzt möchte ich diese komischen Unterstriche auch entfernen von diesem Button. Sieht natürlich dann ein bisschen komisch aus. Das wäre Text Decoration None. Jetzt setze ich noch den Abstand zwischen den einzelnen Buchstaben ein bisschen größer und setze jetzt einfach mal die Schriftfarbe auf weiß, weil der Hintergrund ist blau. Dann fangen wir gleich mal an und gehen weiter. Setzen wir den Inhalt vom Hintergrund ein. Ich nenne es jetzt mal Content. Hier müsst ihr schauen, dass es keinen Abstand hat. Dann ist hier die Position absolut. Dann haben wir hier Top, Left. Das ist einfach der Abstand von der Seite. Die Breite müsste man natürlich noch zumachen. Ach. Immer schön schauen, dass ihr am Schluss ein Punktkomma habt, sonst wird nämlich gleich gemotzt. Dann setze ich jetzt hier den Background. Schön in dieses Blau. Dann setze ich jetzt den Z-Index auf minus 1. Das ist ja ganz der Hintergrund. Und dann wäre ich eigentlich schon soweit. Jetzt möchte ich natürlich einen Effekt haben, wenn ich mit der Maus drüber fahre, dass sich mal die Schrift anpasst. Das mache ich direkt hier im Hover. Habe ich also mal was drin. Wenn man jetzt drüber fährt, sieht man, ups, jetzt ist es weg. Und als nächstes fahre ich jetzt einfach mal mit dem Effekt weiter.
Er sollte ja von rechts kommen. So, dann möchte ich natürlich auch hier, dass er wieder rausflitzt. Zwar nach links, damit es so schönen Durchgang hat. Auch 0,2 Sekunden, auch schön langsam. Scale X mit 1 und dann natürlich die Dauer der ganzen Sache. Und wenn man jetzt mit der Maus drüber fährt, seht ihr dieser Effekt sehr schnell. Jetzt könnt ihr den Effekt natürlich noch ein bisschen verlangsamen, und zwar nehme ich jetzt einfach mal eine Sekunde. Und wenn ihr jetzt seht, erst geht sehr schnell den Hover-Effekt, aber wenn er wieder in den Normalzustand zurückgehen sollte, dann dauert es jetzt eine Sekunde. Also hier oben ist die Position, wo ich definiere, wie lange es dauert, bis es wieder im Normalzustand ist. Also entsprechend wäre hier unten das Ganze, wie lange es dauert, um den Hover-Effekt zu erzeugen. Also wenn ich jetzt hier eine Sekunde eingebe, und darüber fahrt, dann geht es rüber und wieder weg. Ihr habt es also gesehen, so einfach ist es, dieser coolen Button-Effekt zu erzeugen. Denkt daran, CSS muss am richtigen Ort sein und HTML muss am anderen richtigen Ort sein, dann sollte es auch in WordPress klappen. Wenn ihr noch eine Frage habt, dann schreibt sie mir unten in die Kommentare hinein. Ich werde natürlich auch passend dazu den Code auch noch veröffentlichen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch oder einen Daumen runter geben würdet. Natürlich würde ich mich auch freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. In den nächsten Tagen kommen weitere CSS-Anleitungen hier auf diesem Kanal. Dann wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag und viel Erfolg mit eurem CSS. Bis zum nächsten Video. Tschüss, damit, ciao.